Hallo, hier ist Ben von Clicktip. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell und einfach Videos in deine E-Mails einfügen kannst. Und dazu haben wir hier ein neues Icon hinzugefügt, das heißt Video. Und dieses Icon kannst du einfach nehmen und dann deine E-Mail einfügen. Also ich nehme jetzt dieses Icon und füge das hier einfach mal bei mir in der E-Mail ein. Und dann habe ich hier dieses Video-Element und jetzt kann ich ganz einfach auf das Element hier klicken und hier eine Video-URL einfügen. Das heißt, ich suche zum Beispiel bei YouTube oder Vimeo mir ein Video aus, was ich per E-Mail versenden möchte, gehe dann auf das Video und kopiere mir einfach nur die URL von diesem Video. Ich nehme jetzt mal diese URL, kopiere mir die und füge die URL hier ein. Und dann wird automatisch im Hintergrund, das siehst du hier, ein Thumbnail erzeugt und mit dem Video dann entsprechend verlinkt. Das heißt, du hast hier sofort dein Video drin. Was du jetzt noch machen kannst, ist hier diesen Play-Button gestalten. In dem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel erstmal sagen, dieses Helle, das sieht man hier kaum, weil der Hintergrund auch hell ist, würde ich das also erstmal dunkel hier auf dunkel stellen. Also Farbe des Start-Icons auf dunkel. Dann sieht man den schon mal besser. Ich kann auch noch die Größe hier anpassen. Ich mache den jetzt mal ganz groß und auch noch den Typ von diesem Start-Icon anpassen. Also jetzt ist er rund. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich möchte lieber ein Viereck haben oder ich möchte nur einen Pfeil haben. Hier gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Ich nehme jetzt mal die runde Möglichkeit. Und ja, so schnell und einfach kannst du ein Video einfügen. Du kannst hier unten noch den Abstand festlegen von dem Element. Also wenn ich jetzt Ränder außen noch haben will, kann ich das so hier auch noch schnell festlegen. Ja, und so kannst du ganz schnell und einfach Videos in deine E-Mails einfügen und deine Empfänger einfach begeistern. Und die können mit einem Klick auf dein Video klicken und sich das Video dann anschauen. Viel Spaß mit der neuen Videofunktion und bis bald.